Die Ö3 Wecker Productions präsentieren Desperate House Husbands, verzweifelte Hausmänner. Servus Rudi, alles Rutsche in Kambodscha? Fast so wie in Tennessee. Na, Ferl, immer noch Hausverbot? Ja, solange meine Schuhe so dreckig sind, lasst mich die Gärte nicht rein. Ja, dann tu halt was dagegen. Ich hab eh schon gegen die Tür treten. Gegen deine dreckigen Schuhe sollst was tun. Putz sie doch einfach. Das letzte Mal, wie wir dem Rudi geholfen haben, hast du dich ja gar nicht so deppert angestellt. Sei still, wir haben gesagt, es bleibt unter uns. Nicht, dass das in der Nachbarschaft die Runde macht. Ja, ist schon gut. Es hat mir schon gereicht, wie die Leute damals mitgekriegt haben, dass ich schon einmal ein Bügeleisen in der Hand gehabt hab. Naja, Ferl, die Brandblasen waren ja auch nicht zum Übersehen. Stimmt auch wieder. Und deine Ausrede, dass du die beim Maroni-Brater verbrannt hast, war ein bisschen unglaubwürdig. Im August. Ja, ich weiß eh. Trotzdem, ich möchte als echter Mann nicht mit Bügeleisen, Stabmixern und Staubsaugern in Verbindung gebracht werden. Aber Ferl, was ist mit der Emanzipation? Mit der auch nicht. Ferl, als Mann von heute muss man sein Rollenbild ein bisschen verändern. Denn das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert, in dem wir Männer behaupten, wir würden im Haushalt helfen. Ja genau, wirklich tun wir es eh erst im 22. Jahrhundert. Eine bedenkliche Entwicklung. Was wollen die Frauen noch alles? Ihr werdet sehen, irgendwann dürfen die auch noch wählen gehen. Verzweifelte Hausmänner, die Kultserie der Ö3 Wecker Productions.